So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist auch gleichzeitig ein Test, ob alles funktioniert, denn heute war so ein Tag. Ich wollte den Community Raid rendern, weil ja heute Raid Boss Wechsel war. Render das, das hängt sich auf. Ich renne das wieder, es hängt sich auf. Ich renne das wieder, es hängt sich auf. Es ging gar nichts mehr. Dann hat es einen Schlag getan, dann ist die Sicherung rausgesprungen. Dann ging die Tastatur nicht mehr, war tot. Ich musste mir eine neue Tastatur heute kaufen. Die ist jetzt klein und handlich. Ja gut, sieht groß aus und globig. Da bin ich los und habe ihr ein neues Netzteil gesucht, weil wir dachten, das liegt am Netzteil. Jetzt habe ich den ganzen Tag damit verbracht, das irgendwie auszubauen, neu einzubauen. Ich habe Thomas gefragt, ich habe den Marius gefragt, also den Zai. Über Videotelefonie haben die mir assistiert, was ich wo rausziehe und wo reinstecke. Und das war richtig pervers. Und deswegen ist auch der Max, ach der Max-Out, Mann, deswegen ist auch der Chill mit Ramses Stream ausgefallen. Ich bin jetzt gerade fertig, musste nochmal den Test machen, das Community Raid Video zu rendern. Diesmal ist es gerendert komplett. Ob es jetzt mit dem Netzteil zusammenhing oder nicht, weiß ich immer noch nicht. Mit dem neuen Netzteil funktioniert das plötzlich. Stromversorgung passt. Ich habe euch eine Premiere geschalten von der Shinaya. Und ja, die habt ihr jetzt geguckt, Montag. Am Dienstag wird es noch eine Premiere geben mit Shinaya. Am Donnerstag wird es noch eine Premiere geben mit Shinaya. Mittwoch die Raid Mania. Und Freitag eine Premiere mit der Fahrer, weil ich Dienstag und Donnerstag nochmal nach Hildburghausen muss, in meine alte Wohnung, muss sie noch komplett ausräumen, entrümpeln. Möbel sind ja weg, aber alles, was jetzt sonst noch so ist, raus. Am 2. Mai ist dann die Übergabe. Da muss noch einiges getan werden. Jetzt habe ich aber gesehen, der Community Day Classic ist trotzdem angekündigt worden. Leak hat ja eigentlich schon gesagt, was es wohl werden wird. Alle haben gesagt, Quiekel. Jetzt ist es bestätigt, es ist Quiekel. Und eigentlich ist das richtig genial. Quiekel hatte natürlich schon mal einen Z-Day, deswegen ist es ja ein Z-Day Classic. Classic heißt, dass der eigentlich, wie die ersten Z-Days, die es damals gab, von den Boni her, von der Zeit her, von der Aufteilung her, das ist halt Old School, ja? Community Day Old School auch genannt. Und dann wird ein Pokémon, was schon mal einen hatte, wieder reingepackt und deswegen ist es neben dem normalen, regulären Z-Day ein zweiter Z-Day im Monat. Wir hatten ja den regulären mit Toggle Tick, der sehr regnerisch war. Jetzt haben wir den hier mit Quiekel. Wir sehen hier Schneelandschaft. Ich glaube nicht, dass es jetzt im April plötzlich anfängt zu schneien. Hätte ich vielleicht im Dezember oder im Januar als Z-Day Classic gesehen. Trotzdem freue ich mich auf Quiekel, weil es ist ein cooles Pokémon. Es sieht einfach süß aus mit seiner Schweinnase. Es wird stark, egal ob in der Go Battle League, egal ob zu Raids. Marmutel ist auf jeden Fall ein heftiges Pokémon. Das Ganze findet wieder am Samstag statt. Der letzte Z-Day war ja auch am Samstag von 14 bis 17 Uhr am 29. April. Ich werde wieder versuchen, unterwegs eine Stunde zu streamen, spazieren zu gehen mit Pupsi, solange sie noch in der Lage ist, bevor das Baby Quiekel kommt. Ja, werden wir gucken, immer, dass wir eine Stunde vielleicht wieder im englischen Garten zocken. Wieder Challenge machen. Wer kriegt das erste Shiny? Wer kriegt das letzte Shiny? Wer kriegt die meisten Shinies? Ist ein 100er dabei? Das machen wir ja jedes Mal so. Ich werde mir auch das Community Day Ticket holen für 1 Euro. Außer jemand von euch schenkt mir das wieder, spendet das wieder. Finde ich, lohnt sich trotzdem immer, 1 Euro dafür auszugeben. Pokémon des Tages. Natürlich Quiekel, was es ja die ganze Zeit schon als Shiny gibt. Hier vermehrt. Nutzt also die Chance, trotzdem nochmal ein Gutes zu bekommen. Oder noch ein Shiny zu bekommen, wenn ihr noch keins habt. Oder XL zu sammeln, um euer Marmutell, eine ganze Marmutell-Armee aufzubauen. Als Eisangreifer. Kriegt hier aber als exklusive Event-Attacke eine Gesteinsattacke, die sicherlich dann für GBL eher relevant ist. Antikkraft. Fügt nämlich 60 Schaden hinzu, Angriff und Verteidigung des Anwenders steigen eventuell und Arena-Kämpfe, Raid-Kämpfe 70 Schaden. Ich habe damals, glaube ich, nur ein Shiny entwickelt beim Z-Day mit Antikkraft. Allen anderen habe ich irgendwie Lawine gegeben. Pulverschnee, Lawine. Als reine Eisangreifer, so hat mir das gereicht. Feldforschungen. Natürlich wird es wieder, also wenn ihr Stops dreht, gibt es wieder Feldforschungsaufgaben rund um Quiekel, wo ihr einfach Quiekel fangen müsst oder kriegt auch Quiekel Encounter. Es wird eine befristete Forschung geben, in der man bis zu 4 Sinnoh-Steine als Belohnung erhält. Das haben wir im letzten Jahr auch gehabt mit Togetic. Rechts, Spezialtab, Spezialforschung. Wenn ihr das Ticket gekauft habt, aber trotzdem, wer kein Ticket hat, für alle links im Heute-Tab. Die befristete Forschung, weil es wieder eine Sino-Entwicklung ist, kriegt ihr wieder Sino-Steine hinterhergeworfen. Die müsst ihr nicht mal für dieses Pokémon anwenden.
Ihr könnt jetzt auch für andere Pokémon anwenden, bietet sich hier aber an. Dann steht nochmal alles da zur Spezialforschung mit dem Community Day Ticket, die ihr natürlich auch verschenken könnt, wie schon gesagt, und 1 € kostet. Und. Alter, die Katze bohrt schon wieder. Für mich hat sich das bis jetzt jedes Mal gelohnt. Boni sind sehr überschaubar. Irgendwie bei den regulären C-Days, die kommen, habt ihr gefühlt immer alles als Boni jetzt drin. Bei den Classics ist es aber wie zu anfänglichen Zeiten, da gab es immer nur eine Event-Attacke und theoretisch einen Bonus. Entweder gab es halt erhöhten Staub oder es gab erhöhte XP oder es gab halbierte Brütdistanz. Diesmal ist es der Staub, also dreifacher Fang, Sternenstaub für die Staubjäger hier auch dabei. Die Schnappschüsse sind dabei. Dass der Rauch 3 Stunden hält und die Lokmodule 3 Stunden ist auch dabei. Diese reduzierten Tauschkosten sind im Classic Seeding nicht dabei, die gibt es nur bei den regulären, genau wie der zweite Spezialtausch, den man machen kann. Der ist auch im Classic nicht dabei, aber bei den regulären C-Days werden wir also dann im Mai wiederbekommen. Und diese erhöhten XL und garantierte XL und was es da sonst noch alles gibt, habt ihr halt in den anderen dabei. So. Was gibt's sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ich brauche es nicht unbedingt noch. Ich habe meine Armee eigentlich voll. XL sind da, Shiny sind da, sonst was ist da. Aber ich werde ihn natürlich trotzdem zocken. Ich zocke das nämlich einfach immer, weil es mir Spaß macht. Vor allem, wenn man zusammen rumläuft und dann halt vielleicht auch ein paar Leute trifft. Mal gucken, wie das hier in Meiningen so abläuft. Beim letzten Mal haben wir auch Leute gesehen, gerade bei den Top-Raids. Ihr könnt ja mal reinschreiben, freut ihr euch auf Quiekel? Habt ihr Bock auf Quiekel? Braucht ihr noch ein Quiekel? Sucht ihr noch das Shiny? Sammelt ihr XL-Bonbons, irgendwas? Oder werdet ihr den C-Day meiden, weil ihr sagt, ihr habt gar keinen Bedarf? Alleine schon wegen dem Staub müsste man den eigentlich spielen, egal welches Pokémon da drin ist. Sonst war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Pinnwand ist immer noch nicht angebracht, die Beleuchtung ist immer noch nicht da. Immerzu ist was anderes. Es dauert also noch ein bisschen, bis man angekommen ist. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß, einen schönen Abend. Morgen seht ihr dann den Community Raid, den ich heute Montag aufgenommen habe. Habe ja Max Out Monday heute rausgehauen, obwohl ich das für morgen aufgenommen habe. Musste das jetzt tauschen. Morgen seht ihr also den Community Raid mit Kabutoro, der jetzt auch 2 Wochen da ist und man neu als Shiny bekommen kann. Und abends eine weitere Premiere eben mit Shinaya. Ansonsten, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.